Der FC Bayern spielt weiter in einer eigenen Liga. Mit dem 5:0 über Eintracht Frankfurt festigte das Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola in einer für die Konkurrenz beängstigenden Leichtigkeit die Tabellenführung. Zum 44. Mal in Serie blieben die Münchner in der Bundesliga ohne Niederlage und liegen noch immer stattliche 13 Punkte vor dem ersten Verfolger aus Leverkusen. Spannung schöpft die Liga derzeit aus den interessanten Kämpfen um die Europapokalplätze und gegen den Abstieg. Um die internationalen Plätze kämpften Wolfsburg und Schalke und das Duell konnte der Revierclub für sich entscheiden. Mit 2:1 besiegten die Schalker den direkten Konkurrenten. Boateng erzielte den Siegtreffer. Nach 2 Siegen in Hamburg und gegen Wolfsburg liegt das Team nun wieder voll im Plan. Wegen des 1:3 der Gladbacher in Hannover macht das Revierteam sogar einen Sprung auf Platz 4. Der BVB konnte mit einem Sieg gegen Absteiger Braunschweig die kleine Negativserie beenden und sich zumindest in dieser Woche auf dem 3. Platz behaupten. Garant für den 2:1-Erfolg war der blitzschnelle Pierre-Emerick Aubameyang. Im Sturzflug befindet sich zurzeit der HSV. Nach einer desolaten Leistung gegen Hoffenheim rutscht der Bundesliga-Dino auf einen Abstiegsplatz. HSV-Kapitän Raphael van der Vaart sprach seinen Mitspielern nach der 5. Pleite in Folge sogar die Qualität ab. Seinen Landsmann Trainer Bert van Marwijk nahm van der Vaart dagegen in Schutz. Allerdings steht der HSV-Coach immer stärker in der Kritik. Die weiteren Ergebnisse. Leverkusen festigt mit seinem 2:1 gegen den VfB den 2. Platz. Augsburg besiegt Bremen und schnuppert an den internationalen Plätzen. Mainz gewinnt klar gegen Freiburg. Hannovers Spieler bescheren ihrem neuen Trainer Taifun Korkut einen perfekten Einstand. Nürnberg gewinnt zum 2. Mal in Folge. Die Tabelle. Einsame Kreise zieht nach wie vor der Rekordmeister an der Spitze, dahinter Leverkusen und der BVB. Schalke zieht an Mönchengladbach vorbei. Die zweite Tabellenhälfte führt Hannover 96 an. Der VfB rutscht weiter nach unten. Nürnberg belegt jetzt Platz 15. Der HSV und Braunschweig stehen auf den Abstiegsplätzen.